willkommen zu einem neuen Action-Video auf meinem Kanal. Ich schaue mir heute Goat of Duty an. Es handelt sich dabei um einen Ziegen-Shooter. Der ist zurzeit kostenlos bei Steam. Wie lang weiß ich nicht, also am besten schnell zuschlagen. Ist im Prinzip ja vergleichbar mit jedem anderen Multiplayer-Shooter, nur dass wir hier eben mit schwer bewaffneten Ziegenböcken unterwegs sind. Wir haben unter anderem auch die Möglichkeit, hier verschiedene Skins zu wählen. Und langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal rein. So spielt sich das Ganze. Es gibt verschiedene Maps, es gibt verschiedene Waffen. Und so schnell kann das gehen. Lebensenergie. Ja, ich muss hier noch ein bisschen üben, ihr seht's. So was wie eine Rangliste gibt es hier offensichtlich auch. Brutal. Doppelter Kill. Okay, so langsam läuft's, würde ich sagen. Und gar nicht mal so schlecht. Ist ziemlich blutig, das Ganze. Oh nein, ich hab's verbockt. Ja, ich glaube, ich bleib doch lieber bei Quake. Aber ist auf jeden Fall mal was anderes und funktioniert im Prinzip ganz gut. Das macht auch Fun. Rangbonus aktiv, okay. Wurde gerammt. Das können Ziegen natürlich auch. Ganz ohne Waffen. Ah!
Siege 9000, das war die Revanche. Ah, da ist Heilung. Heilung ist gut und jetzt habe ich es wieder verbockt. Ich wurde von einer Kriegsziege getötet. Okay. Ja, neben diesem Game gibt es im Epic Store noch 2 Tage lang, glaube ich, Watch Dogs gratis. Ein Hacker-Shooter-GTA-ähnliches Spiel, was mich persönlich aber nicht so angesprochen hat. Als alter GTA 5-Spieler, muss ich sagen. Und deswegen habe ich auch kein Video dazu gemacht, aber ihr wisst ja, wie man da drankommt im Epic Store. Hier sind Teleporter auch versteckt. Schön. Ah, interessant. Ich lebe noch. Zigimus Prime. Schuss. Auch nicht schlecht. Fünf Kills schon. So langsam klappt's doch. Uah. Shit. Gibt's denn keine Übersicht über das Spiel? Doch. Ramoklauf. Ah, es gibt natürlich verschiedene Spielmodis. Capture the Flag, Free for All und wie die alle heißen. Oder Bock for All, ich bin mir da fast nicht sicher. Spiel beendet. Neue Bock-Kostüme freigeschalten. Wie gesagt, das Ganze kostenlos bei Steam. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ich bin an der Stelle jetzt auch schon wieder raus. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Lasst gerne eine Reaktion da. Bis zum nächsten Mal.